Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 3. Und genau, wir waren in der letzten Folge in das Spiel eingestiegen, haben uns schon hier krass durchgekämpft und genau, sind gerade dabei, die Stadt ein bisschen zu erkunden, mit Jill Valentine tatsächlich. Und genau, dann würde ich sagen, machen wir da doch einfach mal weiter. Wir haben uns hier... Da ist noch einer! Warum ist da denn noch einer? Ach, Gottes Willen, ey. Die wollen mich aber auch langsam echt ein bisschen ärgern hier, ne? Mit diesen Zombie-Massen. Um Gottes Willen. Aber gut, Freunde. Hier ist halt irgendwas extrem beschüsst, ne? Haha, guckt mal da. Der hat eine Schrotflinte. Tatsächlich. Schrotgewehr, Freunde. 7 Schuss. Richtig gut. Zum Glück starb er, ehe ihm die Eingeweide herausgerissen wurden. Ja, aber da liegen Würmer rum. Kisten mit Trinkwasser. Ja, Wasser ist eigentlich auch eine nötige Sache bei so einer Apokalypse. Möchte ich jetzt nehmen? Feuerzeug, Benzin. Ja, mach mal. Feuerzeug, Benzin. Das ist ein Benzin für ein Feuerzeug. Okay, und hier die Schrotflinte. Benelli M3S. Eine handliche Schrotflinte mit abgesägtem Lauf. Benötigt Patronen Kaliber 12. Cool. Aber hier noch das Heilungsspray. Damit erhalten sie ihre volle Lebenskraft zurück. Ja, cool. Gut, Freunde, dann gehen wir mal wieder hier raus. Hier haben wir ja einen Typi rauskommen sehen. Aus der Tür. Und, oh, guckt mal, grüne Kräuter. Konzert Big E. Big E ist ein Wrestler, aber gut. 30. September. Beginn 19:30 Uhr. Ich glaube, da geht keiner hin. Ist so ein Gefühl. Gut, Jill, dann heile ich mal direkt damit. Gott sei Dank. Dann kann sie wieder vernünftig laufen. Und ja, Freunde, da freue ich mich, dass ihr wieder hier eingeschaltet habt bei Resident Evil 3. Ach nein, 9x19 Parabellum-Geschosse. Nötig für... Ja, okay. Kombinieren bitte damit. So. 5 Schuss haben wir noch. ja, das wird ein bisschen knapp bemessen hier alles mit der Muni. Aber gut, das liegt halt am Schwierigkeitsgrad schwer, denke ich. Ich glaube, bei leicht wäre zu leicht geworden. Tatsächlich. Da hätten wir wahrscheinlich dann direkt 100 Muni gekriegt oder so. Oh Mann, da rennen sie wieder rum. Wo sind wir denn hier? Ah, okay. Da hätten wir eh nicht weiterkonnt. Okay. Alles klar. Dann. Oh Gott, ey. Die Rollladen sind unten, okay. Alter! Ja, komm doch direkt vorm Screen. Ja, klar. Ah, verdammt, meine Muni ist leer hier. Na gut. Oh Gott. Ja, da muss ich jetzt das so machen. Gilt hier auch wieder Kopfschuss? Tatsächlich, oder? Ist das... Ja, es ist... Okay, gut. Jill hält sich wieder. Dann hier auch. Okay, Kopfschuss. Okay. Oh Gott sei Dank. Zum Glück, ey. Zum Glück. Da ist noch einer. Jetzt kommen sie hier natürlich wieder alle aus den Ecken gekrochen. So. Oh Gott. Blöden Zombies hier, ey. Die Tür wurde verbarrikadiert. Nutzt das Kraut. Verdammt. Okay, ich wollte eigentlich ein bisschen Woody sparen, aber... Wie gesagt, Freunde, örtliche Zeitungen liegen hier verstreut herum. Ach du Scheiße, was ist denn da los? Die Tür wurde verbarrikadiert. Ich kenne dieses Spiel nicht mehr, deswegen weiß ich auch gar nicht, wo man hier Woody sparen kann und wo nicht. Die Tür zur Boutique ist verschlossen. Aber hey, die Zombies sind weg. Das ist schon mal sehr gut. Da hinten ist noch einer, aber ich würde jetzt ganz gerne erstmal hier oben. Die Wohnviertelkarte.
Ja, guckt euch das an. Das heißt, hier kommen wir gar nicht. Doch da kommen wir noch rein jetzt. Da kommen wir rein. Hier oben. Okay. Dann würde ich mal sagen, cool. Haben wir jetzt eine Wohnviertelkarte. Dann haben wir... Oh, nice, nice, nice. Okay, Freunde. Zwei Kräuter. Wunderbar. Die werden wir, denke ich mal, auch brauchen dringend. Weil... ich glaube, wenn jetzt hier irgendwann ein Rotes kommt, dann... Was ist das hier? Ja gut, egal. Wenn hier irgendwann ein rotes Kraut kommt, bin ich froh, wenn ich grüne Kräuter habe. Deswegen werde ich versuchen, die nicht zu benutzen. Okay, Freunde, dann machen wir mal weiter hier. Ja, sieht ziemlich cool aus, die Stadt hier. Und da sind noch zwei Stück hier. Kann ich beide auf einmal vielleicht? Beide auf einmal. Sehr schön. Wunderbar, so muss das sein. Oh Gott, die haben hier an dem Zombie rumgefressen. Was soll denn das? Ja, gut. Alles klar, da komme ich nicht rein. Es ist mit einer soliden Vorrichtung verschlossen. Okay. Ah, okay. Der Durchgang ist vollkommen versperrt. Viele Sperren hier, ey. Ich glaube, damit haben die versucht, sich hier zu behelfen gegen die Zombie-Massen. Aber hat dann ja nicht wirklich geklappt, okay. Wo sind wir jetzt hier? Ah, okay. Alles klar, ein gerader Bereich. Okay, verschiedene Anzeigen, mit denen etwas gesucht wird. Jetzt hier auch wieder welche, hier sind auch wieder welche. Ui, da schießt einer. Da unten, da schießt einer, da gehen wir mal hin. Oh, war ja. Ah, kommst du? Komm mal zurück. Wieder beide? Ah, verdammt, da wollte ich wieder zu lange warten. Einer ist... Ach, die sind auch so kaputt direkt mit einem Schuss, oder was? So, und weg! Habe ich jetzt noch keine Muni mehr? Einen Schuss habe ich noch, okay. Einen Schuss noch. Oh Mann. Der Rollladen ist unten. Hey, guck mal hier, auf dem Boden. Das sieht cool aus. Hier haben Kinder gespielt. Hier liegt überall Müll herum. Ah, die Kinder haben im Müll gespielt. Eine weggeworfene Spielzeugschachtel. Ach, Kindies, ihr tut mir leid, echt. Hier in dieser Welt aufzuwachsen, ey. Naja, okay. Dann gehen wir mal dem Typen nach. Wer ist das Mensch? So. Oh, Cutscene. Oh, oh. Okay. Ist das Brad? Geh weg. Leider, schieß ihn kaputt. Was? Wie jetzt? Wie, der ist nicht kaputt? What? Ich habe ihn doch angeschossen. Oh, Gott sei Dank, ey. Ich dachte schon, hä? Okay. Oh, Cutscene. Brad, hang in there. Why isn't someone doing something about this? I didn't know you were still alive, Jill. The police aren't trained for this kind of situation. What could they do? Listen, he's coming for us. We're both gonna die. What are you saying? You'll see. He's after STARS members. There's no escape. Ja, Freunde. Das war Brad. Er hat also tatsächlich überlebt, was ich sehr komisch finde, weil im zweiten Teil gab es ja einen Zombie mit Brad. Na ja, gut, okay. Es ist also tatsächlich irgendwie parallel. Teilweise verzerrtes Essen und Getränke. Das heißt, wir könnten theoretisch auf Claire und Leon treffen, aber da bin ich mir nicht so sicher. Okay, was haben wir hier? Postkarte vom Glockenturm. Eine Postkarte mit einem Glockenturm. Sieht schön aus, ja. Die folgende Erläuterung findet sich auf der Rückseite. Ein Orientierungspunkt, Glockenturm St. Michael.
Okay. Aber das war genau. Und ja, das, wovon der Brad geredet hat, er meinte natürlich Nemesis damit. Oh, sehr schön. Munition, 30 Schuss. Mehr dazu in der nächsten Folge. Beziehungsweise im Laufe des Spiels. Bourbonflaschen sind auf dem Regal aufgereiht. Durst? Komm, Jill. Den ganzen Scheiß hier, den kann man auch ohne Alkohol nicht ertragen. Ah, gut, okay. So eine coole Bar hier. Ein alter Flipper, oh geil. Ah, will sie nicht. Phone, und was ist das da? Ah, ein Feuerzeug. Sehr schön, Freunde. Ein Münztelefon. Und ja, im Prinzip ist er jetzt wieder von uns weggerannt, der Brad. In höchster Eile. Und, jawohl, haben wir jetzt ein Feuerzeug. Sehr schön. Und die Muni, die können wir auch mit der Waffe mal kombinieren. Und da müssen wir die auch wechseln. Die Schrot ist nämlich jetzt leer. Ja, mal gucken, was uns das jetzt gebracht hat. Dass wir da die Zombies gekillt haben. Hier rennen sie nämlich wieder rum. Warum rennen die hier wieder rum? Das ist, glaube ich, nur einer, okay. Boah, die Musik, Leute. Die Musik, Freunde. Das ist eine richtig coole Musik hier, ey. So, wo waren wir denn jetzt noch nicht? Jetzt können wir hier auch rein. Ach, guck mal. Da oben könnten wir jetzt auch... Ah, da können wir weiter, okay. Können wir jetzt hier... Die Tür zur Boutique ist verschlossen, nach wie vor. Na gut, dann... Ah, es ist nur einer. Okay, das ist okay. Schieß doch drauf. 5 Schuss hier. 6. Ja. 7. 7 Schuss. Okay. Okay, das war nur noch einer. Okay, ja, dann hat das ja doch was gebracht, dass ich die hier platt gemacht habe. Alles klar, Freunde. Oh, diese Musik hier. Die Musik, die macht einen so... so melancholisch irgendwie so ein bisschen. So von wegen, es geht nichts mehr. Ja, das ist schon krass, was hier abgegangen ist. Genau, wenn wir hier reingehen, können wir eine Abkürzung schaffen. Da können wir diese Tür aufmachen. Genau. Sehr gut. Da würden wir dann wieder zurück zu diesen Autowracks kommen, aber wozu? Gut. Dann gehen wir mal weiter hier. Das ganze Gebiet hier erkunden. So. Weiter geht's, Freunde. Ja, ich bin gerade ein bisschen knapp mit Muni und allem. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Oh Gott. Das hört sich nach ein bisschen paar vielen an hier. Oh Gott. Aber da ist ein Fass. Da ist ein Fass. Da würde ich sagen, kommt mal angetüppelt. Alle bitte angetüppelt. Und dann schieß ich da einfach... nein, was? Was? Schieß doch da drauf. Was machst du denn, Jill? Schieß doch auf das Fass, Mensch. So, seht ihr das? Und ich bin tot. Warum bin ich denn jetzt tot? Um Himmels Willen. Kurz. wir sehen uns da gleich wieder. So, Freunde, ich bin jetzt wieder an der Stelle. Ja, das war gerade ein bisschen sehr komisch. Tatsächlich. Sie zielt auch direkt auf das Fass. Wie gesagt, das war ein bisschen sehr... Ich glaube, man darf da einfach nicht in der Nähe stehen. Okay. Das heißt, wir können jetzt einfach hier die Zombies da reinlaufen lassen. Und dann alle bitte mit einem Schuss wegmachen. So muss das laufen. Alle kaputt hier. Eine Frau ist noch übrig. Aber die kriegen wir auch noch hin. So. Und wieder drauf schießen und die wollen uns wieder verarschen. Nichts da. So. Wunderbar. Ja. So muss das laufen und nicht wie gerade. Oh Mann. Zum Glück war das nicht so weit weg, als ich da nochmal gespeichert hatte.
Okay, ha, schaut mal hier. Zwei rote Kräuter. Ist das nicht geil? Zwei rote Kräuter. Sehr schön. Das heißt, die können wir dann auch zusammenmischen. Die Money, das heißt, und dann... nein. Seltenes Kraut, ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ist okay. Kombi mit dem roten. So. Und ihr seht, wenn gemischte Kräuter sehen auch genauso aus wie beim zweiten Teil. Also richtig gut. Und beim ersten im Prinzip ja auch, ne? So, Kombi, Mission, perfekt. So, wir haben drei Vollheilungen dabei. Oh. Und ein Foto. Foto A. Die Polizisten drängen weiter vorwärts. Cooles Foto, ja, SWAT-Team. Das Datum, 27. September, steht darauf. Okay. Gibt's hier sonst irgendwas? Sein Fleisch wurde anscheinend abgebracht. Du Scheiße. Na gut, Freunde. Das ist lecker, ich weiß. So, was haben wir hier jetzt? Das ist eine Fest mit einem Seil verschnürt und wird nicht aufgehen. Das Seil wurde wohl mit Öl getränkt. Ha, wurde mit Öl getränkt. Das heißt, wir können das anzünden. Wer auch immer das mit Öl getränkt hat, vielen Dank. Ja. Das haben wir angezündet und wir können jetzt da rein. Ist klar. Dann kommen wir auch direkt schon in den nächsten Bereich hier. Wunderbar. Mit einem Safe-Raum auch noch. Sehr gut. Oh, die Musik ist aus. Warum? Oh Gott. Hunde. Bitte nicht Hunde. Bitte keine Hunde. Wie viel Muni habe ich? 15 Schuss. Oh ne, ich höre doch hier Hunde. Oh, das brennt. Oh Gott. Oh Gott, ich höre hier Hunde. Zwei Wege. Ah, okay. Da ist ein Hund. Okay. Das sind wieder die Hunde, die wir kennen, ne? Auch aus dem zweiten Teil noch. So. Ich hoffe, dass die Muni für beide reicht. Ich hoffe, dass die Muni für beide reicht. Oh Gott. Einer ist kaputt. Hallo? Vier Schuss noch, okay, das passt doch. Okay. Kannst du mal kaputt gehen, du Töle? Ey, jetzt reicht's aber langsam. Nee. Oh Gott. Ich hoffe jetzt nicht, dass meine ganzen Schuss weg sind. Dummes Vieh. Ach verdammt, warum habe ich denn nur einen kaputt gekriegt? Dort ist ein Hydrant. Wenn ich einen Feuerschlauch hätte, könnte ich das Feuer dort drüben löschen. Ah, wir brauchen also Feuerschlauch, okay. Und eine scheiß Höhle hier. Geh da rein. Hier ist ein Safe Room. Oh Mann. Freunde, was ist denn hier los, ey? Ah, Safe Room, jawohl. Und guckt mal da, was ich hier sehe. Einmal A-Powder und einmal B-Powder. Pulver B. Ja, sehr schön, Freunde. Das heißt, wir können hier Pistolen und Shotgun-Muni uns generieren. Ja, dann mache ich das doch einfach mal. Kombi 15. Und hier auch Kombi 7. Oh, perfekt. Das reicht, um einmal die Waffen aufzuladen. Ach, Gott sei Dank. Okay, das sieht alles in allem jetzt besser aus. Pack das wieder raus. Die Heilung kommt wieder unten hin. Passt. Ah, sehr schön, Freunde. Aber das mit den Hunden, das hat mir gerade nicht gefallen. Dass der wirklich so viel Muni geschluckt hat, ey. Ich glaube, das kann nochmal böse werden. Ich mach den jetzt kaputt, ist mir scheißegal, Freunde. Ich muss hier auch nochmal hin. Deswegen. Die halten einfach unnormal viel aus, die Viecher. Einfach in die Nähe gehen, wahrscheinlich. So. Okay. Das heißt, der hat nochmal 6 Schuss gebraucht. Oh Gott. Ja, okay. Aber wartet mal. Feuerlöscher.
Schlauch. Oh, guck mal. Verkaufsbüro. Da kommen wir hin, wenn wir das... Warte mal, wir haben doch hier vorne... so ein Feuerlöscher, Feuerschlauch gesehen. Ja, wartet mal, da gucke ich doch mal nach. Ob wir da jetzt was machen können? Vorne bei der Feuerleiter da. Wenn ihr wisst, wo ich meine. Und... ah, wieder in dieser Musik hier. Ja, gucken wir doch einfach mal, ob wir da jetzt was machen können. Wenn nicht, dann ist auch okay. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass euch das nach wie vor gefällt, das Resi 3. Mir macht es extrem viel Spaß, muss ich sagen. Und gehen wir hier überhaupt richtig? Ja, wir gehen goldrichtig, Freunde. Alles okay. So. Und ja, ich muss morgen wieder arbeiten. mein Urlaub ist zu Ende. Und ja, aber das... ist halt so. Dafür kann man nicht viel machen. So, die Zombies sind weg, wie ihr seht. Und haben wir jetzt, können wir das jetzt hier was rausnehmen, hä? Da ist doch so ein Item drin. Hier ist doch was drin. Ist das so ein Feuerding? Ah, shit. Leider nicht. Okay, leider nicht. Dann gehen wir wieder zurück. Gut, dann beweg dich. Wobei du gar nicht abnehmen brauchst, aber... naja, gut, in diesem Spiel muss man halt viel laufen. Da kann man das Nützliche mit dem Ärgerlichen kombinieren. Jo, Freunde, dann gehen wir mal wieder nach da hinten zurück. Ihr seht's, ne? Einmal gemachte Zombies sind auch weg. Deswegen mache ich die auch immer. Weil, naja... ich habe keinen Bock, dadurch die Zombie-Massen mich da durchzusneaken. Deswegen, ja. Genau. Haben wir das. Ah, da bin ich auch mal gespannt, wo es jetzt da weitergeht. Jetzt geht die Musik natürlich wieder weg, ist klar. Was jetzt hier weiter noch geht. Okay, Freunde. Hm. Dann gucken wir mal, wo wir jetzt hier landen. Ah, Books. Okay, das Bild aus dem Startmenü. Ach du Scheiße. Das sieht wieder ziemlich krass hier alles aus. Die Autos, alles komplett chaotisch. Ja. Wie gesagt, hier unten, das ist nur ein einfaches Schloss. Okay, da können wir also nicht rein. Alles klar, dann müssen wir hier oben auf den Weg. Ach, guck mal. Das sieht aus wie ein alter Golf. Hier vorne auch. Ein alter Golf, cool. So, was haben wir denn hier? Nein! Nee! RPD? Wasserspritzer aus einem defekten Hydranten. Können wir da rein? Ach, das ist ja geil. Das wäre richtig nice, wenn wir Polizeirevier. Können wir da rein? Oh, Hammer, Leute, da können wir rein. Cool. Wir können in die Location von Resi 2. Boah, wie geil. Oh. Oh, was ist das denn? Um Himmels Willen, Freunde, was ist das denn? Okay. Gegen das Monster kämpft, das Polizeirevier betreten. Ich habe hier keine Muni. Soll ich es probieren? Ich probiere es, komm. Okay. Gegen das Monster kämpfen. Okay. Oh Gott. Das ist Nemesis, Freunde. Und ich weiß es nicht. Ich habe vor der Entscheidung einen Safe State gemacht. Ich weiß nicht, ob wir den tot kriegen. Also beziehungsweise erstmal downgenockt. Und wie viel Schuss der braucht von der Shotgun-Muni. Oh Gott. Ah!
Oh Gott, Freunde, der ist ein ziemlich übler Typ. Der erinnert mich immer an... Ach du Scheiße! Hallo, jetzt hör doch mal auf. Oh Gott. Gelb. Okay. Ich bin gespannt. Nee, das passt nicht. Das passt nicht. Jetzt geht doch mal kaputt. Boah, ey, Freunde. Okay, jetzt steht doch auf, Mann. Die steht aber auch nicht auf. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Orange, okay, ist mir jetzt egal. Ich probiere das jetzt einfach. Nee, nee. Kriege ich den mit der Pistole noch down? Ansonsten muss ich hier echt... Nee. Oh Gott, der ist heftig, der Typ, Freunde. So ein Mr. X-Verschnitt ist das. Nee, keine Chance. Also das heißt, ich muss da... Oh! Ich muss da den Safe Step nochmal laden und dann wegrennen. Weil, der geht nicht kaputt. Der geht einfach nicht kaputt, Freunde. Aua. So, jetzt mach. Chill, steh auf. Nee. Alles klar. Ja, Freunde, das hat nicht geklappt. Da muss ich halt einfach... Kann ich nicht gegen den kämpfen. Das heißt, wir müssen abhauen tatsächlich. Ins Polizeirevier. Los, Jill. Geh ins Revier. Oh, Gottes Willen, ey. Den konnte ich nicht bekämpfen. Das tut mir leid. Aber ist das nicht geil? Wir sind im Polizeirevier. Wow. Gott. Erschreckt mich doch nicht so. Es ist zu gefährlich, die Tür zu öffnen. Ist das nicht geil, Freunde? Wir sind im Revier. Wir sind im Revier. Hoho, Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Okay. Richtig geil. Polizeirevier, Freunde. Ja, der Nemesis, der kann dann draußen gerne versauern. Ist mir scheißegal. Ah, wir spielen tatsächlich, glaube ich, ein bisschen nach Leon, ne? Vollkommen blockiert. Guckt mal. Guckt mal, guckt euch das an. Wir sind in der geilen Haupthalle. Ach, Hammer, echt. Aber alle Türen sind zugenagelt. Statue der fliegenden Göttin. Ist das nicht Hammer, Freunde? Das ist richtig gut. Vollkommen blockiert. Oh, sehr nice. Die ist aber noch offen. Okay, Freunde. Wir sind im Schauplatz von Resi 2 und wir haben hier Muni. Sehr gut. Munition, wir sind voll. Ja gut, aber die drei Kräuter werde ich dann zusammenmischen. Alles wie gehabt, ne? Schreibmaschine. Aber ist klar, ne? Da ist der Computer. Polizeirevierkarte. Oh, wie geil. Wie geil. Wir haben zwar nur diesen einen Flügel, aber wir sind im Revier. Und das ist gerade richtig geil. Auf diesem Terminal wird das... Ich heiße... Ja, okay. Ich könnte es mit einer Stars-Karte bedienen. Tatsächlich müssen wir es jetzt auch noch bedienen. Krass, Freunde. Okay, also es ist tatsächlich... Glaube ich, nach Leon und Claire, oder? Weil... Aber obwohl... Diese Leiter ist auch noch gar nicht unten. Ja, gut, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir hier rein. Gucken wir mal, ob die gleiche Musik hier auch ist. Die gleiche Mucke. Geil. Die gleiche Mucke. Aber da sind Zombies drin, deswegen, ja, lassen wir das mal. Ach, wie geil. Wie geil. Wie Hammer. Geil. Mit der gleichen Mucke. Ah, ist das herrlich. Okay, Freunde. Das heißt, die drei mische ich zusammen für eine Vollheilung. Ist das geil gerade. Okay, dann würde ich aber trotzdem mal sagen, wie es hier dann weitergeht, sehen wir dann. Leider ist in der nächsten Folge, die Folge ist ziemlich voll. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, erzählt gerne weiter den Kanal. Und, ach, geil, diese Mucke. Und ja, wenn ihr mal ein bisschen privat quatschen wollt oder so, dann kommt gerne auf meinen Discord-Server. Der Link ist in der Beschreibung. Und ja,
Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.